Der neue CityJet machte zu seiner Präsentation auch einen Zwischenstopp in Andorf. Die ÖBB setzten die Modernisierung ihrer Fahrzeugflotte fort und erneuerten die im Einsatz befindlichen City-Shuttle-Garnituren. Seit letztem Jahr hat man begonnen, in Deutschland in Krefeld zu bauen und die ersten Fahrzeuge sind jetzt fertig. Es gibt jetzt Testfahrten, Zulassungsfahrten und ab Fahrplanwechsel Dezember 2015 werden dann die ersten Fahrzeuge ausgeliefert werden und die werden dann sukzessive in Oberösterreich, der Steiermark und Niederösterreich und Wien eingesetzt werden. Mit modernster Ausstattung und jeder Menge Komfort punktet das neue Modell in jeder Hinsicht. Da gibt es sehr viele tolle Dinge, die wir in den Zug eingebaut haben, damit sich unsere Kunden wohlfühlen. Das beginnt bei den Komfortsitzen. Die Komfortsitze sind verstellbar von der Sitzfläche her. Sie haben gepolsterte Mittel- und Seitenarmlehnen. Wir haben in der Vis-à-vis-Bestuhlung große Klapptische. Wir haben in der Reihenbestuhlung Fußstützen zum Beispiel auch eingebaut. Und was ganz besonders wichtig ist und ganz neu ist, wir haben auch Steckdosen bei den Sitzen, damit die Kunden auch ihre Smartphones zum Beispiel entsprechend aufladen können. Und es gibt auch Leseleuchten bei den Sitzen. Seine 3500 PS, eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h und die behindertengerechte Ausstattung sind weitere wichtige Details, die den neuen CityJet im Nahverkehr ganz besonders auszeichnen. Hier wurde in innovative und umweltfreundliche Technik investiert. Der Betreiber der ÖBB hat da eine Stange Geld in die Hand genommen und auch das Land Oberösterreich. Ich habe es schon gesagt, vorerst, das Land Oberösterreich, Verkehrsreferent Enzulzer, wird über Dienstleistungen ca. 90 Millionen in den nächsten Jahren dazu beitragen, dass dieser CityJet auch finanziert werden kann und finanziert worden ist. Öffentliche Verkehrsmittel sind dank ständiger Neuerungen also umweltfreundlicher denn je. In der Gemeinde Andorf gibt es für passionierte Autofahrer deshalb ein spezielles Zuckerl, um den Bahnverkehr genau für diejenigen wieder etwas schmackhafter zu machen. Über die Gemeinde kaufen wir 3 Monatskarten an, die alle unsere Bürgerinnen und Bürger nutzen können, um damit auf der Strecke die Strecke nach Linz befahren zu können. Sie zahlen bei uns 7 Euro, steigen in Andorf in den bequemen Zug ein, fahren bis Linz Hauptbahnhof, fahren mit der Straßenbahn, die auch inbegriffen ist, fahren sogar mit der Böslingbergbahn, auch mit der könnte man fahren, können das Auto zu Hause stehen lassen und können bequem und sicher mit der Eisenbahn fahren. Also lassen auch Sie wieder öfters Ihr Auto in der Garage und genießen den Komfort der öffentlichen Verkehrsmittel.